Vor einiger Zeit sind in Tasmanien rund 200 Wale gestrandet. Nur wenige haben überlebt. Schlimm. Und es war nicht das erste Mal, dass dort so etwas passiert ist. Mich hat das an eine Situation vor ein paar Jahren erinnert. Das war ein schlimmer Anblick. Hinter mir liegen gestrandete Wale. Sie haben sich auf ihrem Weg verirrt, sind in die Nordsee falsch abgebogen und das ist nicht ihr natürlicher Lebensraum. Sie konnten hier nicht überleben. Jetzt sind sie hier an der Westküste von Schleswig-Holstein angeschwemmt worden. Ich stehe hier mitten im Wind. Die armen Tiere tun einem in der Seele leid, wenn man diese Kolosse hier auf dem Ufer liegen sieht. Am Strand, im Wattenmeer. Hundertprozentig geklärt wurde die Ursache ihrer Strandung nicht. Eine Erklärung des Institutes für Meeresforschung in Kiel besagt, dass sie einfach ihrer Beute hinterhergeschwommen sind. Tintenfischen, so zeigt es jedenfalls der Mageninhalt der Tiere. Die Tintenfische, die könnten damals durch einen schweren Sturm in unsere Gegend verfrachtet worden sein, so jedenfalls die These. Naja, und als die Ebbe einsetzte, da kamen die Kolosse des Meeres nicht wieder frei, sondern blieben einfach auf dem Grund liegen. Naja, und die Tiere sind so schwer, dass sie außerhalb vom tragenden Wasser einfach von ihrer eigenen Körpermasse erdrückt werden. Das war ihr Ende. Traurig. Zum Glück endet nicht jede Wahlgeschichte so. Es gibt immer wieder auch Geschichten mit gutem Ausgang, wie zum Beispiel folgende. Und dieser Text, der schon rund 3000 Jahre alt ist, der kann vielleicht als Symbol dafür dienen. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Du selbst richtest mich immer wieder auf. Musik. 1988 ging eine berührende Geschichte mit Walen durch die Medien. Sie wurde 2012 für rund 40 Millionen Dollar verfilmt. Der deutsche Titel: Ruf der Wale. Die Geschichte ist schnell erzählt. Ein Walelternpaar mit seinem Jungen befindet sich im Norden Alaskas und wird durch einen zu frühen Wintereinbruch von Eismassen in einer Bucht eingeschlossen. Jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch das letzte verbliebene Atemloch zufriert und die drei unter der geschlossenen Eisdecke ersticken würden. Und dann gingen Retter daran, alle 20 Meter Löcher in das dicke Eis zu sägen, um so dieser kleinen Walfamilie Stück für Stück zu helfen, das offene Meer zu erreichen. Am Ende droht alles noch zu scheitern, weil sich vor der Bucht eine dicke Eisbarriere gebildet hat, die unüberwindbar schien. Aber schließlich konnte die dann mit der Hilfe eines russischen Eisbrechers zerstört werden. Die amerikanisch-russische Zusammenarbeit, die wirkte damals wie ein kleines Frühlingszeichen in der sonst eher frostigen politischen Welt jener Jahre. Das Waljunge überlebte die Prozedur leider nicht, aber beide Eltern schwammen unter den Augen der Weltöffentlichkeit hinaus in die Freiheit. Ein Happy End für Wale. Vielleicht kennen wir das, solche Atemlöcher im stressigen Leben. Das kann ein schöner Urlaub sein, ein freier Tag zum Durchatmen, ein besonderes Erlebnis in der Natur, ein freundlicher Brief, eine ermutigende Mail, ein gelungenes Projekt, ein tolles Konzert. Für manchen kann es auch ein Gottesdienst sein, wo man etwas Stärkendes hört. Es ist gut, wenn wir Menschen um uns haben, die uns in schwierigen Situationen beistehen, uns ermutigen, uns aufrichten. Dafür gibt es doch Familie und Freunde. Vielleicht auch eine Gemeinde. Und für alle, die den Blick nach ganz oben nicht verloren haben, da gilt dieser Satz aus den uralten Psalmen von vorhin mit Sicherheit: Du, Herr Gott, richtest mich immer wieder auf. Ja, das kenne ich und das kann ich empfehlen.